Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge und zwar mit meinem guten Freund, dem Retro Joe. Nicht im Bild, aber per Sprache zugeschaltet. Hallo Joe, wie geht's dir? Hallo Panda, bestens. Schönen guten Tag an alle. Wir spielen heute Super Nintendo, denn das gibt's ja jetzt auf der Switch mit dem Switch Online-Gedönse. Und das ist die einzige offizielle und ohne weiteres spielbare Möglichkeit für Super Nintendo Online Multiplayer. Voll geil! Genau, und dafür machen wir natürlich jetzt mal einen kurzen Test. Wie läuft das und lohnt sich das? Macht Spaß? Ja, und da habe ich mir natürlich den guten Joe geschnappt und wir haben uns überlegt, drei Spiele testen wir jetzt einfach mal an. Am besten Spiele, die nicht ganz so üblich sind, sage ich mal. Nicht so die ganzen Mario Karts und sowas, obwohl Mario Kart vielleicht schon, aber das kennt ja jeder. Aber um mal euch zu zeigen... wollte ich gerade sagen, so vielleicht so zum Rausschmeißen oder irgendwie sowas, ne? Genau, auf jeden Fall, wir testen halt drei Spiele an, jeweils so ungefähr 10 Minuten und dann mal gucken, laggt es, ist es gut spielbar und so weiter und so weiter, damit ihr einfach mal einen Eindruck habt. Aber ich würde sagen, genug geschnackt, wollen wir starten, mein Guter? Auf geht's, wähle die Waffen, mein Freund. So, welches Spiel nehmen wir? Ich würde sagen, wir starten mal mit Joe und Mac 2. Das hast du ja schon in deinem letzten Stream mal im Multiplayer gespielt. Und ja, ich habe jetzt letztens den ersten Teil als Test gehabt. Wollen wir mal sagen, gucken wir einfach mal rein, ne? Data East ist ja jetzt auch keine unbekannte Schmiede damals zu 16-Bit-Zeiten. Die haben ja in der Regel schon Qualität produziert. Sollten wir zumindest, ne? Ja, also rein optisch fand ich die Joe und Mac-Titel total geil. Den ersten Teil habe ich auch tatsächlich in der US-Version physisch hier. Ja. Den habe ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit mal durchgespielt. Das hat schon Bock gemacht. Ja, ich musste hier gerade mal kurz die Optionen drücken, weil ich habe es nämlich noch nicht im Multiplayer gespielt. Deswegen, wenn hier irgendwelche komischen Optionseinblendungen sind und so weiter, da bin ich wie immer noch ein bisschen verwirrt. So, aber was also ist denn... Ich glaube, Super 2 ist, glaube ich, Friendly Fire. Da können wir uns gegenseitig vermöbeln. Das wollen wir nicht unbedingt, oder? Lass mal. Alles klar, dann würde ich sagen, steigen wir gleich hier ein. Mal gucken. Ich finde, die Figuren sehen so geil aus. Die sind so richtig schön Neandertaler, weißt du? Denen springt die Dummheit aus dem Gesicht. Ja, also wie ich im Prinzip, oder? Ja, obwohl diese Frisur ist natürlich grandios. So eine lange Frisur, die nahtlos in diesen Backenbart übergeht. Herrlich. Hätte ich Bartwuchs, würde ich auch so rumlaufen. Genau, erstmal ein Knochen, dann eine Krone. Auch schön finde ich die Handschellen, die er da am Handgelenk hat. Ja. Ich wusste nicht, dass die damals schon Ketten hatten. Ja, sicher. Wusstest du das nicht? Nee. Wer ist denn wer überhaupt? Ich bin der Blaue. Ah, du bist blau, okay, also ich wie immer. Blau. Immer. Ja. Genau, okay, Pausenmenü tauschen, okay, können wir tauschen. Also wenn ich blau sein möchte, können wir tauschen. Aber ich würde sagen, Story, die wird, denke ich mal, eher 0815 sein. Ja, das ist zu vernachlässigen. Ja, also Coop hat Krone geklaut, wir werden losgeschickt, um mit Krone zurückzuholen und Typ zu verhauen. Also okay, scheint ein normales Beat'em-up zu sein, ne? Hoppla. Wobei war bei der erste ja eher, wo bin ich denn jetzt gelandet? Nee, das ist nicht ganz Beat'em Up, das ist schon eher Action-Plattformer. Ah, weil ich war nämlich gerade verwirrt, weil der erste Teil, der war ja wirklich eher so Action-Plattformer. Sehr, sehr cooler Stil und das ist genauso, okay, gut. Kali Belly sind wir. Auf geht's, bam, bam, schöne Dinos auf die Fresse. Da holzen wir ja durch. Ach, du kannst ja schießen, ist ja Frechheit. Ja, das ist, weil ich eben so eine Frucht... Kannst du die wie praktisch. Fällt mir das Wort nicht ein. Körner? Nee, ach, Samen. Samen. Ja, ja, genau. Kerne, das war das Wort. Was ich ja, Samen Kerne. Ist ja quasi. Aber wie klein sind die Raptoren denn, bitteschön? Gottes Willen. Das sind doch Baby-Raptoren. Müssen wir hier hoch? Ah, dann muss man hier wahrscheinlich so timen, ne? Ja. Oh, du kriegst mir einen Arsch hier. Was soll das denn? Das überlasse ich anders. Arschkriechen war nie mein Fall und das wird es auch nicht. Nee, das ist auch gut so. Chicken! Oh. Was bist du denn da? Kamikaze auf eine Brücke, die gerade am Kollabieren ist. Ha? Ich hab nur komischerweise, ich bin da Joe, sehe ich gerade.
Ja, dann bin ich wohl Mac. Da läuft irgendwas schief, würde ich sagen. Da haben wir es irgendwie falsch ausgewählt. Ich hänge hier irgendwie fest. Ich bin hier unten und... Du musst hier diese Brücke benutzen. Genau. Ach, okay. Gegner respawnen anscheinend. Aber das finde ich aber gar nicht mal so schlecht, dass wir auch so ein bisschen zusammenarbeiten müssen. Ja. Chicken! Nee, gar nicht wahr. Das war Braten! Braten! Ich finde das super, wie man die Typen hier in den Boden stampft. Ja. So war das halt früher. Ja, ja, da ist nicht lange gefackelt worden, ne? Da eben. Gab's direkt mit der groben Keule. Boah, sind aber hier viele. Oh, da hat er dich aber gut in die Mangel genommen. Ich wollte gerade sagen, das sah fast so aus, als hätte er mich über Knie gelegt. Aber ich muss sagen, so zumindest gefühlt vom Ersteindruck, so ein bisschen mehr Brawler als Action-Plattformer ist er schon. Also der Nein, erste. Da sind schon ein paar Hüpfeinlagen. Ja, das schon, aber. Oder habe ich das einfach falsch im Kopf? It's locked. Okay, da müssen wir irgendwie aufmachen. Natürlich habe ich den Schlüssel. Was erwartest du? So weit bin ich in meinem Stream. Ich habe ja letztes Wochenende, wie du eben schon erwähnt hast, mit dem unserem Freund und Kollegen Christophs Man Cave auch ein bisschen Super Nintendo gestreamt. Und da haben wir auch Joe und Mac gespielt und sind auch irgendwie so... Das erste Level haben wir geschafft, aber irgendwie... Danach ging es, ja stimmt, danach ging es zu Ende. Den guten verlinke ich natürlich auch in den Kommentar, unten in der Beschreibung natürlich. Ja. Wenn ich es vergessen sollte, dann weist mich gerne auch unfreundlich in den Kommentaren drauf hin. Und den Joe verlinke ich natürlich sowieso, aber wie komme ich da hoch? Du hast nicht aufgepasst, da stand Ride the Worm. Das ist natürlich da ist gar nicht aber fies. Der ist quasi eine Plattform. Ich wollte sagen, den guten Joe kennt ihr wahrscheinlich, aber ich verlinke ihn euch natürlich, wie immer. Ich kann euch beide Kanäle nur wärmstens empfehlen, auf jeden Fall. Aber genug Geschleime. Oh, was haben wir hier denn? Hier, lass mich das machen. Da haben wir nämlich die ganzen Leben verloren. Hier springen. Also sie gucken schon mal nicht sehr begeistert, muss ich sagen. Wieso? Die sind doch total voller Freude. Ja, überlass das mir. Ja, überlass das mir. Ich hab das Timing verkackt, wenn die blöde Schnecke da kam. Aber ich krieg das hin. Du weißt doch, Streamer, oder nicht Streamer, aber auf Video aufnehmen, Ausrede Nummer 1. Ich war so aufs Labern konzentriert, da konnte ich gar nicht früh genug reagieren. Hey, aber ohne Witz, das ist gar nicht so einfach. Eben. Weißt, ich spiele ja auch ganz oft mit dem Christoph Street Fighter. Und ich kriege jedes Mal von dem auf die Fresse, vor allem wenn wir halt streamen oder ich das aufnehme oder so, weil ich dann hinterher feststelle, okay, wenn wir kämpfen, hält der einfach das Maul und verprügelt mich, wenn ich zwischendurch noch versuche zu entertainen. Du redest einfach zu gerne und zu viel. Ja. Nein, mein Guter. So ist das, wenn man so ein narzisstischer Bastard ist wie ich und man nicht gerne reden hört, ne? So, ich rede jetzt mal Nein. nicht. Nein! Joe! Tut mir leid, ich wollte die Ringe da einsammeln. Ich versuch's jetzt mal. Ne? Bist du da oben? Ich beim letzten Mal habe ich den Grünhaarigen gespielt, deswegen habe ich mich gerade auf das Ding zu hauen. Aber lagmäßig oder so, das geht eigentlich, oder? Da ja, in ihrem Stream habe ich das Gefühl, größere Probleme gehabt. Nee, das ging auch deutlich besser als zum Beispiel die Woche davor, als ich mit dem Mitron NES gestreamt habe. Stimmt. Da war die Verbindung echt nicht besonders prall. Na gut, das war vielleicht, war da gerade irgendwie, das war glaube ich auch Wochenende, ne? Da waren vielleicht viele auf dem Server, vielleicht irgendwie sowas in der Art. Joe, was hast du denn wieder gemacht? Nee. Ja, Game Over. Ja. Dann würde ich sagen, probieren wir auch mal ein anderes Spiel aus, oder? Oh. Bevor wir jetzt das wieder probieren. Das war nicht mein Versagen. Nein, gar nicht. Ja, ich bin nämlich der Pro-Gamer. wie komme ich hier wieder zurück? Auch, L und RZ gleichzeitig. Also die beiden L und R. Zurück zur Spielerauswahl. Zur Spielerauswahl. Ich hab falschen Dass Knopf ich gedrückt. Der Pro-Gamer von uns allen bin, hat man natürlich auch im Retro-Battle 2019 ganz klar erkennen können, dass ich ja sang- und klanglos mit den wenigsten Punkten als Letzter beendet habe. Ja, ich war ja Vorletzter, also quasi... Ja, also ihr seht... Mit Ruhm bekleckert haben wir uns beide nicht. Ja. Lernen könnt ihr von uns nichts. Naja, aber das solltet ihr, glaube ich, mittlerweile alle auch gemerkt haben, dass wir nicht gerade durch unsere spielerische Qualität punkten, sage ich mal. Ne? Ich
Ich glaube, das ist eher vor allem deine stellare Persönlichkeit, dass die Massen begeistert. Und deine natürlich auch, lieber Joe. Ja. Nein, nein, aber hier Ehre, wem Ehre gebührt. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu den 1000 Abos, die du geknackt hast. Pandamania is running wild. Seit du die 1000 geknackt hast, sehe ich, wo ich gehe und stehe, nur irgendwelche Panda-Designs und mache jedes Mal brav Fotos davon. Da kriegst du noch ein bisschen was von mir. Ja, ich werde immer zugesperrt mit den Bildern und ich glaube, das war jetzt so dieser perfekte Zeitpunkt. Weißt du, Ja. vor 2 Jahren waren Eulen ganz dolle in Ja, und keine Ahnung, was letztes scheiß Jahr auf war. Eulen. Da scheint es gerade momentan die Pandas zu sein. Also ganz Ja. toll fand ich den Panda-Bettvorleger, den du mir bei DM war es, glaube ich. Ja, es Keine war DM. Werbung natürlich, gezeigt hast. Ja, nein, es war Aber ich würde sagen, eine große Drogeriemarktkette, die hat genau. momentan sehr, sehr viele Panda-Produkte im Angebot. Wir sollen gegen AIDS agieren. Ich Ja, habe einfach mal okay, beschlossen, wir nehmen auf das geht's. japanische Game. Ja, das ist Puyo Puyo. In Deutschland gibt es das in Form von Kirby's Ghost Trap. Oder respektive, wer sich auf dem Mega Drive fühlt, ist das dasselbe Spielprinzip wie zum Beispiel Dr. Robotnik's Mean Bean Machine. Das Von klingt so fies, Compile. aber im Prinzip hier ein. Ach du Nennen wir Scheiße. hier zurück, wo wir Speicherdings, oder? zwei, ja, Ach genau, da wo da! die zwei Möppel sind. Ja, zwei Ja, da Möppel. wir Westeuropäer ja alle so unheimlich gut in Japanisch sind, da wählst du quasi nur das Level aus. Da hätten sie aber irgendwie Untertitel anbieten können. Ich nehme Ja, das hier ne? einfach mal, oder? Ach nee, das andere. Ach, das sind die Spielfelder wahrscheinlich. Ja, das sind die Ich Spielfelder. nehme einfach mal das. Ja, ich hatte, als ich mit Christoph gespielt hatte, hatte ich idyllische gelb Tetris-Gedönse da. Ach so, Level, Select Ich Level, habe was ist das? drei, keine Ahnung. Ach, wie bei Tetris wahrscheinlich, wie schnell es Ja. runtergedengelt. Richtig. Und So. Ziel ist hier halt, vier von einer Farbe in irgendeine Position zu bringen. Sollten wir hinkriegen, würde ich sagen. Aber auch das Ja, es ist nicht spielt schwer. sich eigentlich relativ chillig, muss ich sagen. Ich mag diese Art, diese Puyo Puyo Puzzle-Spiele eigentlich sehr Ja, gerne. mag ich eigentlich fast lieber als Tetris. Ich bin zwar gnadenlos schlecht in den Dingern, aber. Ja. So, und dann kriegst du dann nämlich irgendwie was. Und jetzt Genau, krieg dann können ich wir uns wieder was. gegenseitig hier. Battlen. Also Prinzip, sag ich mal, normales Match 3 Multiplayer-Prinzip kann man sagen. Ja, Match 4 im Oder Prinzip Match 4, quasi. ja. Match 3 wäre dann die Sega Ach, das ist Kalems, ne? Columns, genau. Genau. Auch ein schönes Das Spiel, macht Spaß. ja. Hat auch jeder, der jemals einen Mega Drive gehabt hat, weil das auf dieser 3 in 1 Spiel-Cartridge drauf war, die mit jedem Mega Drive irgendwie. Also, es Ja. gibt keine Entschuldigung, Columns nicht zu kennen. Beim Game Gear ähnlich, da haben sie das ja quasi als großen Tetris-Konkurrenten quasi. Ja, ist Ah! auch ein gutes Spiel. Wollte ich gerade sagen. Also, man kann nichts. Oh, ich baue hier gerade Scheiße. Ja, das ist das. Scheiße. Ja, obwohl Ja, Fluchen, ne? sieht aber gar nicht gut Egal, aus. wollte ich gerade sagen. Ich bin gerade irgendwie blöd. Also, nicht nur gerade, sondern grundsätzlich natürlich. Aber. Äußerst, äußerst. Ach, Kacke. Vielleicht kriege ich dann gleich irgendwie voll die große Combo-Dings und sage, das war voll Absicht, wie zum Beispiel hier. Meine Damen und Ja. Herren, das war volle Absicht. Bullshit. Ich meine, so ein Mist. Zuerst so ein bisschen Alter, jetzt hör mal Tiefstapel, ne? auf. Und dann hier die sicken Skills quasi raushängen lassen. Ja, ich merke Ah. das schon. Da räumt er voll ab. Aber das macht gar nichts. Ich krieg das schon hin hier. Ja, pass mal auf, pass mal auf. Na, ich pass auf, dann zeig ich doch her. Scheiße. Ja. Du wolltest es ja unbedingt Scheiße. sehen. Ich hätte ja Gnade walten können, aber. Nein, Gnade ist doch was für Pussys. Genau die richtige Einstellung. Ah, blau. Ah! Aha. Aber ich muss sagen, hier den Analog-Stick dafür zu nehmen, dafür ist die Sensitivität teilweise ein etwas. Obwohl, es geht Warum einfach gerade spielst du viel denn mit dem schneller. Analog? Weil ich ein Kacknoob bin. Deswegen. Mit was spielst du denn? Mit dem Pro-Controller. Ach so. Naja, ich weiß, Ich du spiele hast mit den dem. 8-Bit-Do, glaube ich, ne? Nutzt So du? sieht's aus. Aber weil ich den zwar auch habe, aber noch Guck nicht dir das gekoppelt habe, ich an. Idiot, muss ich den Pro-Controller. Boah! Ja. Ey! Das sind sicke Skills. Hast du das gesehen? Ey! Aha! Jetzt geht das hier alles so schnell runter. Ich glaube, das.
rot. Das wird nichts mehr. Ne? Doch, warte. Noch ist nicht vorbei. Also finde ich komisch, dass sie das bisschen dann doch nicht untertitelt haben irgendwie oder keine Ahnung. Weil vom Spiel her kannst du es ja lockerst spielen, ne? Wenn du wissen würdest, was ist. Okay, bei manchen kann man sich's denken. Aber. Ja, aber das wäre wohl durchaus. Ja, aber weiß einfach ein paar Untertitel. Ach. Falls man es wegen der Story spielt. Wenn es da eine gibt. Ja, weil so viele Leute Puzzle-Spiele ja ganz oft wegen der Story spielen. Ja, sicher. Ja, ich glaube, bei mir ist es gerade rum. Kacke! Ich habe das Glück gehabt, dass. Ja. Jawohl! Aber so knapp! Ja, wie man in meiner alten Heimat Mönchengladbach sagen würde, um Sackhaaresbrand. Macht Spaß. Sehr geil. Macht aber Spaß, aber ich würde sagen. Ja. Zweite Runde muss nicht unbedingt sein, oder? Ich würde sagen, wir skippen mal einfach munter rum. Na gut, das machst du nur, weil du jetzt gerade gewonnen hast. Und dann so ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich für alle Ewigkeiten immer rumposaunen, dass ich dich bei Puyo Puyo abgezogen habe. Ja, und du kannst dir nicht das Gegenteil beweisen. Das ist Street Credibility, die du dir nie kaufen kannst. Ne? Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wissen was Entspanntes? Ja. Super Tennis. Auf geht's. Da habe ich den Christoph nämlich nass gemacht in Super Tennis. Ja, so Tennisspiele kann ich nämlich nicht. Ich bin zu doof dafür. Aber mal was anderes, Panda. Am 22.09. findet doch eine Börse statt, und zwar die Retro Games Con im wunderschönen Bonn, wo ich noch nie mal lebe. Ich auch nicht. Ich habe mir sagen lassen, da trifft man dich an. Ist das nicht so? Oh, ich habe wieder den falschen Knopf gedrückt. Vor Schreck. Warte. Oh ja, lieber Joe. Ich werde da sein. Du etwa auch? So ein Zufall. Ja, auch ich werde anwesend sein auf der Retro Gamescom in Bonn. Das ist ja fantastisch. Ich fasse mir an den Kopf. Ich fasse mir gerade jetzt auch an den Kopf, aber der Joe wahrscheinlich auch. Ihr seht das gerade nur nicht. Ja, aber Spaß beiseite. Wir werden auf der RetroCon in Bonn sein. Viele andere auch. Und es wird ein Fest werden. Ja. Ist der gleiche Veranstalter wie die Retro Gamescom in Wissen. Wer unsere Videos von da vielleicht nicht gesehen hat, kann das gerne noch nachholen. Panda verlinkt die gerne. Das war eine super coole Veranstaltung. Für mich bisher die schönste Börse in diesem Jahr. Wer Bock hat, uns da zu treffen und da hinzukommen und so weiter, lasst euch einfach in Bonn blicken. Ich habe sogar noch einen Freigutschein. Das werde ich selber am Samstag oder am Sonntag bei mir in dem Video auch nochmal erwähnen. Aber auch für euch, die lieben Panda-Zuschauer, wer da kostenlosen Eintritt haben will. Ich habe vom letzten Mal noch ein Freiticket übrig. Der Erste, der mich an dem Tag vor der Halle da tackelt und sagt, hey Joe, hast du das Freiticket noch? Der kriegt das. Aber auch, ihr müsst ihn auch tackeln, ja? Ja, aus vollem Lauf. auch so von hinten, wenn er euch nicht sieht, einfach reinrennen, ne? Ja. Mit Ellbogen. Du hast die Kontrolle. Stopp. Jetzt kann ich eher. Wen nehme ich denn? Wer ist denn hier? Oh, ich habe jetzt irgendwas gedrückt, aber ich habe hier so einen coolen Porno-Balken. Herrlich. Ja, das ist natürlich viel mehr. Ich nehme Matt. Boah, also guck mal hier. Porno-Balken gegen. Habe ich ja quasi schon gewonnen. Der andere Typ sieht aus, als würde er auf Atemwarten zu bieten hat. Nee, aber Bonn wird bestimmt schön. Der Veranstalter, der bringt auch immer ein sehr schönes Rahmenprogramm. Ich denke mal, so dieser Mario Kart Turnier und sowas wird wieder am Start sein. Also, falls ihr in der Nähe wohnen solltet, kommt oder vorbei. Wenn ihr einfach bereit seid, da vielleicht 100 Kilometer fahren. Es ist ein Sonntag, es ist ein schöner Familienausflug. Lasst euch da ruhig blicken. Genau. Und vor allem sagt uns Hallo. Wir reagieren vielleicht erstmal ein bisschen komisch, weil wir euch nicht kennen. Aber nachdem ihr euch dann vorgestellt habt und wir wissen, dass ihr Zuschauer seid, sind wir immer sehr nett zu euch. Ab und zu. Also ich laufe immer auch relativ verpeilt herum, einfach anquatschen. Ja, genau. Ich höre auf Panda, dann weiß ich Bescheid. Ja, und ich höre auf ey du oder hi, ey Joe oder was auch immer. Oder halt auf den L-Punkt tackle, ne? Oder Salvatore oder wie auch immer, total egal. Kann es sein, dass ich gerade dich ziemlich abziehe? Ja, das mag sein. Das hat aber überhaupt nichts mit deinen Fähigkeiten zu tun. Nein! Sondern weil du gerade geredet hast, ne? Ja, ja. Aber Joe, sag mal, wie war dein Tag so? Oh, mein Tag war hervorragend, lieber Patrick.
Vielen Dank, dass du nachfragst. Du willst mich hier nur in ein Gespräch verwickeln. Nein. Und wie ihr seht, funktioniert das auch sehr gut. Dann erzähl mal, Joe, was hast du denn genau getrieben? Ich war arbeiten, bin dann nach Hause gekommen, hab ein Stück kalte Pizza von gestern gegessen und sitze jetzt hier und nehme dir ein Video auf. Echt? Oh mein Gott. Ach, ich bin hier oben. Vor. Ja. Jetzt habe ich gerade den Eindruck, dass der Ball nicht ganz flüssig läuft. Jetzt geht's wieder. Bei mir schon. Also jetzt hatte ich hier gerade so ein paar Frameskips. Also es war nicht hakelig, aber der Ball war von der Jetzt Animation kommen die technischen Ausreden. So, ich habe doch gewonnen den Punkt gerade. Ha! Na, ich habe zu früh geschlagen. Also ich finde ja, Super Tennis auf dem Super Nintendo ist super. Das drittbeste Tennis auf der ganzen Welt. Das drittbeste Tennis auf der ganzen Welt. Das Beste ist ja das Tennis für Game Boy. Nein, das Beste ist Virtua Tennis für die Dreamcast. Das habe ich nicht gespielt. Dann kommt Tennis für den Game Boy. Das ist wirklich geil. Ja. Also auch für Leute, die mit dem Sport an sich überhaupt nichts anfangen können, so wie ich. Virtua Tennis ist eines der besten Multiplayer-Spiele überhaupt. Ich muss es irgendwann mal anspielen, glaube ich. Ja. Es gibt auch Versionen von Virtua Tennis für, ich glaube, PS2. Und es gibt auch einen Ableger, den habe ich sogar. Virtua Tennis 3 gibt es auch für die PS3, aber das gefällt mir leider nicht. Okay, stimmt, das du war. Du hast überhaupt keine PlayStation, ne? Nee, ich bin ja. Nur reiner Nintendo und Game Gear-Jünger. Genau, also zumindest meine Spielehistorie ist ja, nach dem Super Nintendo bin ich so komplett auf PC-Gaming umgestiegen. Und deswegen habe ich jetzt keine nostalgischen Erinnerungen an Nintendo 64, PlayStation 1 und so weiter. Und ganz ehrlich, zumindest diese Nintendo 64, PlayStation 1 Generation ist in meinen Augen sehr schlecht gealtert. Und wenn man da keinen Bezug dazu hat, ich weiß nicht. Es gibt kaum einen Grund, alte PlayStation-Spiele nochmal zu spielen. Eben, außer man hat halt wirklich Nostalgie, ne? Ja, ist wirklich wahr. So, ihr habt jetzt demonstriert bekommen, dass das auch andersrum funktioniert. Es war es, weil ich gelabert habe. Und der hat total versagt. Jetzt, wo ich ihn darauf hingewiesen habe, geht das nur so weiter. Ich räume das jetzt ab hier und dann können wir das nächste Spiel spielen. Ja. Joe, was hast du denn morgen so vor? Erzähl mal. Wie ist das denn eigentlich, wenn man jetzt so Internet-Fame hat mit quasi Milliarden von Jüngern, die einem auch Hast du Unterwäsche nachwerfen? Ja, es steigt einem der Fame da relativ schnell zu Kopf oder geht das noch recht langsam? Habe ich da irgendwas gehört? Also, liebe Zuschauer, habt ihr gerade was gehört? Irgendwie hörte sich so wie so Quieken an von einem YouTuber unter 1000 Abonnenten irgendwas. Ja, wir sind ja alle sehr dankbar, dass du dich überhaupt noch. Also, ich höre gerade nichts. Ihr? Komisch. Ja, wenn du mein Gesicht sehen könntest, dann würde es. Nee, ist aber es ist halt wirklich schwer, wie die ganzen Fans einen belagern und ich muss mir schon Sicherheitsdienst einbestellen und ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, ich habe gehört, du planst ja jetzt auch ein Musikalbum irgendwie so. Oder so hat's. Ein Panda-Rap. Ja. Oh Gott. Stell mir das gerade wirklich vor. Es gibt keinen unmusikalischen Menschen als mich. Doch nicht. Und du musst natürlich jetzt teilnehmen am großen Sommer. Also Z-Promi bin ich mittlerweile, ja, oder? Mindestens. Also ich habe teilweise da, denke ich mal, mehr geleistet als diese wirklichen Teilnehmer, würde ich fast behaupten. Ist das bei dir jetzt auch schon so, dass wenn jemand was zum Verkaufen anbietet, du da davon ausgehst, dass du es umsonst kriegst? Ja, natürlich, was denn sonst? Wegen deines Fames? Sicher, ich stehe bei Edeka an der Kasse und ich muss bezahlen. Ich kann das auch in dem Video hier erwähnen oder hier bei Twitter kurz posten. Was soll denn das? Ich wollte gerade sagen, ich habe das jetzt schon häufiger gehört, dass man Fame ist, dass man dann Leuten sagt, hier, das, was du da gemacht hast, das ist für mich, aber ich bezahle das nicht, sondern ja, ist auch richtig so. Was da und ich erwähne das dann mal. Ja, wobei, ich habe ja kein Instagram, weil die ganzen coolen Leute, die posten das auf Instagram und das habe ich ja nicht. Ich muss ja dazu sagen, das ist natürlich ein Quatsch, das macht keiner, hoffe ich jedenfalls. Ich bin ja jetzt gerade dabei, aus sämtlichen Social-Media-Geschichten auszusteigen. Ich habe mein Facebook habe ich gelöscht, Instagram habe ich schon seit Monaten. Der hat gezählt? Der hat tatsächlich gezählt. Und das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist Twitter, weil mir dieser Informationswahn so ein bisschen auf den Sack geht. Ja, bei Facebook bin ich auch nicht wirklich aktiv, ehrlich gesagt. Ha, gewonnen!
Verdammt. Bin auf Facebook nicht so aktiv, weil im Prinzip ist es eh nur, man braucht es nicht. Man braucht es wirklich, also Twitter finde ich eigentlich ganz, gar nicht mal so schlecht. Da kann man mal kurz Informationen sich austauschen und raustauen, das geht. Aber so das andere. Vor allem bei Twitter ist es tatsächlich so, du gibst ja an, welchen Themen du oder welchen Leuten oder welchen Sachen. Und ich kriege ganz, ganz selten bei Twitter im Feed irgendwie Zeug, das mich absolut gar nicht interessiert. Und das ist halt ein großer Kontrast zu Facebook. Weil ich stelle halt immer wieder fest, denn du machst das Handy, nimmst das Handy in die Hand, machst Facebook auf, scrollst dann da irgendwie 3 Seiten runter und hast nur Zeug gesehen, das sich absolut nicht die Bohne interessiert. Ja, weil es irgendwie die Mutti von der Mutti oder irgendwie sowas. Ja, oder kriegst Werbung für Sachen, zu denen du absolut überhaupt keinen Bezug hast oder wirst mit Meinungen von Menschen konfrontiert, mit denen du keineswegs konform gehst. Mhm. Und ich reg mich da regelmäßig eigentlich viel mehr drüber auf, als wenn er das in irgendeiner Form nutzt. Und deswegen habe ich mich entschieden, Facebook brauche ich nicht mehr. Eben, einfach ignorieren und gut ist. Ja. Ja, wie sind denn, du hast ja angekündigt, vielleicht die ein oder andere Antwort auf deinem Kanal gibt. Um jetzt hier, ich will jetzt hier nicht spoilern, aber ich weiß ja, dass du da noch ein kleines Projekt planst. Kannst du da schon was zu sagen, wann das veröffentlicht werden soll? Ja, du meinst natürlich, ich habe ja in meinem 1000 Abonnenten-Video habe ich ja dazu aufgerufen. Deine Selbstbeweihräucherung. Ja, natürlich. Also da bin ich natürlich, da habe ich mir schon einiges überlegt. Da wird euch auch einiges erwarten. Ich muss mal gucken. Ich habe übernächste Woche Urlaub. Da werde ich das, denke ich, mal drehen. Weil da will ich mir echt mal Zeit nehmen und das kann man dann nicht irgendwie übers Knie brechen quasi. Arbeitsmäßig bin ich auch sehr gerade stark eingespannt, deswegen muss man auch in der richtigen Stimmung für sein. Ein paar Videobeiträge, die kommen auch noch rein, ein paar habe ich schon, die sehr schön sind. Aber ich denke mal, das wird dann übernächste Woche. Genau. Und es ist geplant, also der Sonntag denn nach der Börse in Bonn und denk mal, das Börsenvideo und Pickup-Video, weil ich den Urlaub habe und Zeit habe, das würde mal irgendwie so außerhalb der Regel innerhalb der Woche irgendwann kommen. Aber genau gucke ich das noch und Details kommen natürlich dann im Community-Tab, was ja bei mir jetzt endlich freigeschaltet ist und quasi das Twitter des YouTubes ist quasi so ähnlich. Da versuche ich. Die einzige Funktion, die ich auch wirklich sehr, sehr gerne hätte. Du glückwünsche dich erneut dazu. Es ist aber wirklich traurig, das dass das cool. nur für ab 1000 Abonnenten ist, als ob jetzt kleinere YouTuber nicht auch entsprechende Community hätten, ne? Eben, weil ich hätte nämlich auch gern die Möglichkeit, wenn ich Videos produziere, produziere ich meistens 4-5 Stück direkt auf einmal, weil ich nicht immer die Zeit habe, um unter der Woche einfach was zu produzieren. So mache ich das auch. Lieber ein paar Sachen, wenn ich mal einen Samstag oder so nichts vorhabe, nehme ich dann ein paar Sachen auf. Und schneid die dann in den Wochen danach so, dass ich die dann einfach nur noch hochladen muss. Und da würde ich dann durchaus auch gerne mal einfach nachfragen, hier Leute, wie sieht's aus? Ich habe die und die Videos. Was wollt ihr davon als erstes sehen? Oder was interessiert euch vielleicht gar nicht? Und ich kann es einfach wieder löschen. Ich habe jetzt einfach mal das Spiel beendet. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Weil wir hatten 4 Sätze gegen 4 Sätze. Ist doch ein super Unentschieden, oder? Ich finde, ich habe gewonnen. Ja, eigentlich wissen wir ja, wer gewonnen hat. Ja, komm schon, Panda. Dafür, dass ich den Retro-Battle kann. Ja, gebe ich dir. Aber ich würde sagen, gewonnen. 10 Minuten pro Spiel, das heißt eigentlich eine halbe Stunde wollten wir ungefähr machen. Ich würde sagen, jetzt zum Abschluss gucken wir nochmal in den Klassiker rein. Mario Kart. Ja. So, da haben wir's. Dann battlen wir uns jetzt kurz mal und dann haben wir euch, glaube ich, genug zugelabert. Ja, wie ist denn dein Fazit für, zwei Spieler? Macht Spaß bisher, würde ich sagen. Also ich bin mal gespannt, was für Spiele noch zusätzlich kommen, obwohl ich irgendwas gelesen habe, dass sie jetzt gar nicht mehr monatlich Spiele raushauen wollen. Ne? Das finde ich auch sehr schade. Aber wenn die dafür alle Schwung an Spielen bringen, sollen wir das auch machen. Ach, ich muss ja oben 2 Spieler. Entschuldigung, ich war gerade. Ja. Battle Mode, oder? Battle Mode, auf jeden Fall. Ja, warte, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Ja, du hast den rechten Stick bewegt. Ah, das darf man nicht. Oh, wie klatschig. Wenn du beide Sticks drückst. Nee, du musst sogar nur einen Stick drücken. Okay. Entschuldigung. Spielkind Panda. So, ja, sicher, natürlich hier den Toad, ne? Ja, und ich Koopa. Weil? Die beiden brauchbaren Fahrer. Okay, das seht ihr gerade nicht, weil ich habe ja den Toad auch bei den bei der RetroCon in Wissen, bei dem Super Mario Kart Turnier. Da wurde ich ja Dritter, weil irgendwie die anderen Leute nicht erschienen sind und sowas.
Also nicht unbedingt wegen meinem fahrerischen Können. Aber da war der dritte Preis ein Toad aus Plüsch. Der sitzt auf dem Regal. Den sieht der gerade nicht, aber der ist da. Wo bist du denn? Ach, da. Das geht dich überhaupt nichts an. Wieso kriege ich denn hier die ganze Zeit nur... Das habe ich gerade selber abgeschossen. Ja? Du kannst es mir natürlich leicht machen oder mir eine Herausforderung geben, Wander, ganz wie du willst. Ja, wo bist du? Komm her. Du räudiger. Wo ist er denn? Also ich muss sagen, das klassische Mario Kart ist immer noch eines meiner liebsten Mario Karts. Ah, verdammt. Ich persönlich bevorzuge tatsächlich Mario Kart 64. Na gut, wie gesagt, die 64er-Generation ist an mir vorbeigegangen, wobei ich ja mir jetzt ja auch das Switch oder das Wii U Mario Kart geholt habe. Was ja das Mario Kart für die Wii U war und kurz reingespielt habe und ja, schmeckt, macht Spaß. Und ich hatte den Stern. Ja, das Mario Kart 8 finde ich auch richtig geil. Ja. Das habe ich auf der Wii U auch schon ganz, ganz viel gespielt, auf der Switch jetzt noch nicht so viel. Aber das ist auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung für eines der besten Multiplayer-Spiele überhaupt. Ja. Ah, verdammt. Obwohl du tust. Zum Glück habe ich den roten Panzer geworfen, bevor du den Geist benutzt hast. Ja. Bei der Cloud der Gegenstand, glaube ich, wie das richtig im Kopf habe. So sieht's aus. Du mit deinem roten Panzer, warte. Wo bist du denn? Naja. Sag mal. War das auf Super Nintendo nicht alles besser zu erkennen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das echt... Oh. Sieg! Das ist ein eindeutiger Sieg für mich, denn es steht mitten auf dem Bildschirm Lost und Won. Fake News. So, jetzt die Preisfrage, Panda. Meinst du, die 25 Euro, die Switch Online-Kosten lohnen sich... Online Multiplayer Mario Kart spielen zu können. Nur dafür weiß ich nicht, aber das ist natürlich auch. Ja. Das ist also im Prinzip schon. Also 25 Euro im Jahr sind ja nicht viel. Wobei ich ja sogar noch günstiger habe. Ein kleiner Tipp für euch. Ich weiß, ob das immer noch gültig ist, wenn ihr euch mit ein paar Leuten zusammentut. Es gibt diese Familienaccounts. Da zahlt man, glaube ich, das habe ich nämlich auch gemacht, da zahlt man, glaube ich, 35 Euro im Jahr. Aber da können denn bis zu 5 Switches oder irgendwie sowas damit gemacht werden. Das heißt, da kann man auch dick Geld sparen auf jeden Fall. Ja. Also ich finde insgesamt, also für die NES für mich nicht gelohnt, Switch Online zu kaufen. Aber ich habe es halt damals gemacht, weil ich es mir auch angucken wollte und auch Multiplayer spielen wollte. Die Auswahl an Super Nintendo Spielen, vielleicht gehst du nochmal aus. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich finde halt cool, dass auch so Spiele wie Demon Quest zum Beispiel dabei sind. Die als Super Metroid, die als Modul, wenn man die als lädt. Also die Dinger gibt es nicht umsonst noch nicht in meiner Sammlung, weil die Module sind echt teuer. Und dass das jetzt quasi der breiten Masse so verfügbar gemacht wird, diese beiden Titel auf jeden Fall, oder hier auch Kirby's Dream Land 3, finde ich super. Ist nämlich in Deutschland nie erschienen. Von Kirby's Dream Land 3 gibt es US und eine japanische Version. Und Breath of Fire, Demon's Quest, allesamt richtig teure Dinger, die man nicht ohne weiteres für einen vernünftigen Preis bekommt, selbst wenn man nur das Cartridge nimmt. Und auch Zelda ist ein Spiel, das normalerweise noch so zwischen 25 und 35 Euro lose geht auf den Börsen. Und einfach zeitlos ist, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Natürlich, eines der besten Spiele aller Zeiten. Und auch die ganzen Nintendo-eigenen Titel, Super Mario World, Yoshi's Island, super geil, Super Ghouls and Ghosts macht auch richtig Spaß. Solo würde ich jetzt wahrscheinlich nie wieder Super Soccer oder Super Tennis spielen, aber im Multiplayer hat das durchaus seinen Reiz. Ja. Genau wie F-Zero, bis heute sehr schade, dass das keinen Multiplayer hat. Das einzige Spiel, was ich von dieser ganzen Collection überhaupt nicht brauche, ist Pilot Wings. Und damit kann ich persönlich nichts. Das habe ich früher gesuchtet ohne Ende, deswegen hat das so einen nostalgischen Wert, aber ich verstehe es, dass es Geschmackssache ist. Ist bei vielen Leuten so, ich kann mit Pilot Wings überhaupt nichts anfangen, aber das muss ja jeder selber wissen. Wollte ich gerade sagen. Stunt Race FX ist so ein bisschen für mich so. Hätte es sein gemusst, aber hey, crappy, ne? Aber als Novelty-Geschichte ist das schon ganz geil. Was mich am meisten wundert, ist die Inkludierung von Puyo Puyo in der japanischen Version und PDF, also hier von Earth Defense Force. Ja. Das ist kein Spiel, das auf irgendwelchen Top-10-Listen jemals aufgetaucht ist. Das ist kein Spiel, von dem ich vorher je was gehört habe. Ich weiß, dass diese Reihe irgendwann mal auf der 360 noch fortgesetzt wurde mit so crappigen Over-the-Shoulder-Shootern.
Das hat auch eine sehr, sehr leidenschaftliche Fangemeinde. Das habe ich mal mitbekommen. Für Trash-Fans ist das hoch gehandelt. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es davon überhaupt ein Super Nintendo-Teil gibt. Ich auch nicht. Aber das muss ja der Start der Serie gewesen sein, wahrscheinlich. Ja. Ne? Dafür ist es natürlich dann echt cool. Eben. Also, ich dachte, ich gehe davon aus, die wollten einen Shooter dabei haben und wohl. Gradius als auch R-Type vor kurzem erst sowieso für die Switch veröffentlicht wurden, haben die zwei Titel wahrscheinlich gespart, ist jetzt meine Vermutung, ähnlich wie die Castlevanias, also Super Castlevania wäre normalerweise auch ein Titel, den ich erwarten könnte, aber da hat Konami ja vor kurzem erst seine eigenen Collections rausgebracht und da denke ich, hatten diese Companies wahrscheinlich Veto eingelegt und gesagt, hier gerade sagen, da haben sie Besseres zu tun. Kann man noch nachvollziehen, aber ich finde dennoch, das ist eine ziemlich gute Auswahl. Genau. Und auch hier Brawl Brothers als Beat'em'up anstelle von Final Fight, auch die Capcom Final Fight ist ja in der Capcom Beat'em'up Collection dabei. Ja. Auch hier kann man verstehen, wenn Capcom sagt, nein, das Spiel kriegt ihr nicht für euren Online-Service erstmal, solange unsere Fans das selber noch kaufen. Eben. Aber gut, ich würde sagen, wir haben jetzt rund 30 Minuten drauf Uhr. Das, was wir haben wollten, haben wir. Ich hoffe, ihr wurdet gut unterhalten, aber mit dem so ist das ja quasi eine Garantie immer. Wie gesagt, alle angesprochenen Kanäle und so weiter habe ich euch unten verlinkt, wenn ich es nicht vergesse. Und dann so, vielen Dank, dass du dabei warst. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag noch, egal was ihr vorhabt. Macht's gut! Ganz genau. Bye, bye!